kaum zum Glauben. Kurz nach der 7. regt sich fastnächtlich in Willisau. Und das schon am 6. Januar, mitten im Städtli. Ihr hört es, Guckenmusik und Glocken, Christliches und Heidnisches. Da laufen sich quasi die drei Könige, die Sternsinger und Danzi Lochmannen über den Weg. Mehr noch. Wer alles? Das sehen wir gerade schön der Reihe nach. Dringlingüsser, auch Sie haben ein Jubiläum. Und Ihr Motto ist 25 Jahre all in. Tambourmajor hier, der Pius Riedweg und der Präsi, der Roland Wessler. Madeleine Kranz. Hinter den Wäschweiber kommen Napfruger. Napfruger haben dieses Jahr das Motto Versuchskaninchen. Der Präsi ist Enrico Moresi und der Tambour Majorin Hanni Troxler. Jetzt wird's zünftig, karnöflig. Und dazu, klar, dürfen auch Danzi Lochmannen nicht fehlen. Und da sind sie im Bild, das Zunftmeisterpaar, Antonia und der Stefan Eigenmann. Bereits ihre zweite und damit letzte Saison, dann in Willisau wechselt Zunftmeister alle zwei Jahre. Hier sehen wir Karnöffelzunft, die Organisatoren der Willisauer Fasnacht. Und hinter der Göttlichen Zunft
erwarten wir die Wiegergüsser. Mit dem Motto dieses Jahr, Joker. Hier eben der Präsi, altbewährte Gregor Letschme und der Tambour, der Raphael Scher. Auch sie haben wieder ihre berühmte Güsserbar im Adler im ersten Stock. Wir dürfen uns jetzt schon auf den ersten Leckerbissen freuen. Und zwar gibt es jetzt hier von der Willisauer Gockenmusik ein Monsterkonzert. Der Pius Riedweg wird das Zepter als Tambour Major führen. Nachdem im letzten Jahr das 15. Jahrhundert das Motto der Willisauer Fasnacht war, machte Stefan Eigenmann damals einen gewaltigen Schritt nach vorne ins 25. Jahrhundert. Wer die Zukunft nicht zuverlässig wissen, können wir nur spekulieren. Und genau so wollen wir das handhaben. Wir können uns viele Fragen stellen und darüber röteln, wie es denn könnte sein. Typische Fragen wären dann zum Beispiel, wie gestaltet sich die Fasnacht in 450 Jahren? Oder wie sieht die Dekoration im Rathaus im 25. Jahrhundert aus? Wie sehen die Fasnachtsgewänder aus? Eine Variante könnte der Hut von der Antonia sein, neben mir. Er hat verschiedene Antennen dran und so kann sie Audio- und Videobotschaften ganz ohne Handy versenden und empfangen. Hat es dann vielleicht sogar Frauen in den Kanöpfen zupft? Trägen die Enzilochmannen dann immer noch echtes Kreis und ein Tannengrotzli? Oder wie sehen die Instrumente der Guckermusiker dann aus und wie funktionieren die? Gibt es immer noch Posaunen, Trompeten und Klarinetten, die man selber reinblasen muss? Müssen die Wäschweiber dann nicht mehr in der Wegere weisse Wäsche waschen? Und wie findet die Fasnacht denn überhaupt noch real statt oder nur noch virtuell? Und die Fasnächtler legen die 3D Virtual Reality Brille an und nehmen von zu Hause aus den warmen Stuben an den Fasnachtssimulationen teil? Oder haben wir den Roboter, der uns die unbequeme Arbeit abnimmt, wie zum Beispiel das Aufräumen nach der Städtli-Fasnacht? Wir können noch viele Fragen stellen. Und sicher habt ihr alle eure eigenen Bilder über die Zukunft vor Augen.
Eins ist für mich aber ganz wichtig, und zwar unabhängig davon, ob im 25. Jahrhundert oder im 2017. Und zwar, dass wir eine greifbare und authentische Fasnacht mit echten Fasnächtlern und echten Fest mit echtem Bier und Wein und mit echten Guckermusiken, mit echtem Schnee und Kälte, so wie heute, und Sonnenschein und echten Konfetti und mit echten Besuchern können miteinander erleben. Nur eine Fasnacht, die man selber mittendrin wirklich erlebt, ist eine unverfälschte Fasnacht. Wir kommen jetzt gedanklich wieder zurück in die Gegenwart und in die ganz nahe Zukunft. Über das wissen wir nämlich ganz konkret zu berichten. Und zwar hat der Knox auch für 2017 wieder unsere Plakette gestaltet. Herzlichen Dank, Knox, für die kunstvolle Plakette, die den Tanz ums Feuer an den Auslumpenden sehr schön darstellt. Ich danke euch, liebe Bevölkerung, für euer aktives Mitmachen und allen Fasnachtsgruppen für ihren grossen Beitrag zur Gestaltung und Belebung von der echten Willisauer Fasnacht. Im Weiteren haben sich die zwei neue Gesellen von der Zunft vorgestellt. Ja, geschätzte Fasnächtler, mein Name ist Roger Wettig und ich werde mich kurz halten und wünsche euch alle eine rüdige, schöne Fasnacht. Und jetzt noch der René. Geschätztes Fasnachtsvolk von Ilsau. Mein Name ist René Häfliger. Ich wünsche euch ebenfalls eine ganz schöne Fasnacht 2017. Vielen Dank, Sie haben es kurz gehalten, ich habe es gemerkt. Lieber Roger, lieber René, ich freue mich, euch jetzt zu cellen. Kannst du noch ein bisschen schütteln? Cellen als Symbol von der Zugehörigkeit zu den Gesellen von der Kanöffelzunft überreichen zu dürfen. Antonia tut jetzt euch die Cellen gerade anlegen. Ich wünsche euch beiden ein erfolgreiches und schönes Gesellenjahr und freue mich, dass wir euch hoffentlich in einem Jahr an dieser Stelle offiziell in die Zunft aufnehmen können. Vielen Dank. Und es geht gerade nahtlos weiter mit der Aufnahme und dem Gelöbnis der neuen Zünftigen. Ich bitte unsere drei neuen Zünftigen, den Patrick Weibel, den Marc Lustenberger und den Cesar Menz zu mir annehmen. Ihr habt euer Gesellenjahr erfolgreich absolviert. Das haben unsere Göttis oder eure Göttis heute mit dem Bericht schon eindrücklich bezeugt. Jetzt geht es noch darum, dass ihr drei ganz wichtige Fragen richtig beantwortet und dann können wir zu der offiziellen Überreichung vom Emblem schreiten. Ich tue die Frage gerade stellen und dann habe ich jedem schön das Mikrofon an, um die Antwort zu geben. Die Fragen sind: Gelobt ihr, das Gewand der Kanöffelzunft stets in Ehren zu tragen und euch voll und ganz für die Belebung der Fasnacht einzusetzen? Ich gelobe es. Gelobe es. Und ich gelobe es. Gelobt ihr, nach Kräften mitzuhelfen, die alten Volksbräuche lebendig zu erhalten? Ich gelobe es. Gelobe es. Ich gelobe es. Und gelobt ihr auch, den Humor hochzuhalten, wenn es einmal ernst wird? Ich gelobe es. Gelobe es. Ich gelobe es. Also, Sie haben die Fragen alle richtig beantwortet. Das ist ja nicht wirklich schwer gewesen. Lieber Patrick, lieber Marc, lieber Cesar, ich darf euch jetzt mit Freude das Emblem von der Kanöffelzunft als Zeichen von der vollwertigen Zugehörigkeit als Zünftige überreichen, beziehungsweise Antonia tut das für mich gerade vorne. Und es hat dazu sogar noch eine kleine Gabe gegeben in Form von einer grossen Flasche. Ja, wir danken vielmals für das Geschenk und wir freuen uns auf eine rüdige Fasnacht 2017. Merci. Und jetzt wird Nat.
Nappfrucker auch noch gerade den Pokal an die Schlesli-Rucker übergeben, weil letztes Jahr hatten ja die Nappfrucker 55-jähriges Jubiläum gehabt. Und die Nappfrucker überbringen den Pokal. Der Pokal ist schon unterwegs, wie man sieht. Und so wie ich sie kenne, geht der Pokal nicht ganz ohne etwas anderes da oben. Liebe Schlössli-Rucker, ganz, ganz, ganz herzliche Gratulation! Und der Wanderpokal ist ganz neu gemacht worden. Ich komme jetzt als erstes über den ersten neuen Wanderpokal von der Willisauer Guggenmusiken. Jetzt ist der Pokal nicht mehr rostig, jetzt können wir auch wieder daraus raus trinken. Es braucht der Ball jemanden, der ihm hilft, das Glas abtransportieren. Ja. Es geht gerade weiter mit dem Jubiläum von der Ringligüsse. Die haben 25 Jahre Jubiläum. Und ich bitte den Präsidenten von der Ringligüsse, den Oli Wechsler, auch zu mir rauf, zum Podest. Ist er unterwegs? Wo haben wir ihn? Hinter mir. Ah, jetzt haben wir einen Rand zurückgehalten. Auch die Ringligüsse haben ein bisschen Treibstoff verdient, dass es mit der gleichen Energie weitergeht. Und willst du auch schon etwas sagen? Ja, herzlichen Dank und ich wünsche allen Anwesenden eine Rüdig verreckt schöne Fasnacht. Merci. Danke, vielen Dank. Und, um das. Wir haben natürlich auch in den Ringligüssern etwas mitgebracht. Wenn die Schlösslerrucken fertig sind mit Austrinken aus dem Pokal, dann für ihr dann einmal auch das Gesöft oder das rausnehmen. Okay, das ist doch ausgleichende Gerechtigkeit. Sensationell. Jetzt gehen alle wieder euren Platz zurück und nachher, also zuerst einmal bitte einen grossen Applaus für die beiden Guggenmusiker. Und jetzt, um das noch ein bisschen musikalisch untermalen, den Nappfrucker ein Stück spielen und nachher gerade Schlösslerrucker hinten dran. Tani ist wahrscheinlich bald da. Ah, sie ist schon wieder am Platz. Gut, es geht los, Nappfrucker und nachher Schlösslerrucker. Lustig Guggenmusik, es geht gerade weiter im Takt. Gerade im Anschluss an die Zeremonie gibt es Ochs am Spiess für alle im Städtli vor dem Rathaus. Essen kann man im Barwagen mit 130 Sitzplätzen. Dort drin ist es geheizt. Und Getränke werden dort auch angeboten. Und im Rathaus läuft das Fest von der Let's Fetz unter dem Motto Fetzernight Alpenparty. Mit Guggenmusikauftritt draussen vor dem Rathaus. Die ACW-Bar hat heute Abend natürlich auch offen. Und morgen Abend ist das grosse Guggentreffen organisiert von der Schlössli-Rucker mit einem Einzug im Städtli, der schon um 17:30 anfängt. Und am 8. fängt die Party an. Welcome to Tortuga Bay in der Festhalle. Da gibt es alles außer Schildkrottensuppe. Zum Abschluss noch ein paar Klänge von den Wiggeregüssen. Das Programm von der Willisauer Fasnacht kann man übrigens nachlesen unter www.karnöffelzunft.ch.
Das war der Schluss von der Fasnachtseröffnung, der offizielle Teil, aber es geht weiter. Wir haben ja hier schon dringlich äussere Worte. Kokomusiker werden weiterspielen hier auf den Stegen. Bleibt bitte bei uns im Städtli. Wir haben in Adlerbar oben die Wigerung äussert, unten im Rathaus eine Stalpenparty. Ihr könnt euch kurz wärmen, kommt wieder rein, kommt raus und feiern mit uns hier unsere Fasnachtseröffnung. Ich wünsche euch eine tolle, ruhige Fasnacht. Ringlinger.